Im Nahostkonflikt halten die Angriffe zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee unvermindert an. Im Gazastreifen wurden am Donnerstag mindestens 30 Menschen getötet. In Rehovot schlug eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in ein Wohnhaus ein. Ein Mann kam ums Leben. Er ist das erste Todesopfer in Israel seit Beginn der Antiterroroperation. What we want to see is a halt to the fighting. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehr als 150 Ziele im Gazastreifen beschossen und dabei auch mehrere hochrangige Mitglieder des islamischen Dschihad getötet. Gespräche über eine Waffenruhe blieben nach Angaben Ägyptens bislang ohne Ergebnis.